Da ist ein Schlüsselloch. Ah, okay, ja gut, jetzt weiß ich, warum. Warum das zwei sein sollen. So, einmal hier das verwenden. Was denn? Achso, steckt er sein Bein hier so halb im Dingens, deswegen sah das hier so komisch aus. Einmal verwenden. Und du hier auch einmal verwenden. Yay! Das sieht doch gut aus. Und wir können speichern. Yay, speichern. Nein, eigentlich sollte zusammengehen. So. Speichern. Auf jeden Fall hier mitnehmen. Die Suppe kann ich nicht tragen. Gut, dann habe ich noch genug Schuss. Hier, Schreibmaschine. Daten aufzeichnen. Ja, bitte. Unbedingt. 18. Mal, dass wir speichern. Speichern beendet. Im Lager. Der Lager ist immer super. Auch wenn wir nicht. Wow. Was kriegen wir hier nochmal ordentlich zurück hier? Die sind aber auch noch alle beide gesund. Einmal kurz nachladen. So, dann. Einmal kombinieren mit dem. Fallen lassen. Also sieht alles wirklich schon Richtung Ende aus, weil wir haben jetzt schon Dr. Markus erledigt. Ne, aber trotzdem. Hallo? So. Ne, man weiß ja nie, ne? Nachher kommt noch irgendwie was anderes. Und den Granatenwerfer haben wir immer noch nicht mit dabei. Ah, okay. Die nehmen wir mit. So, und da hätten wir dann noch mal ein paar Dingers. Einmal mitnehmen. Und noch mal mitnehmen. So, dann verbinden wir die natürlich auch noch mal miteinander. So, dann gucken wir doch mal. Hier war doch jetzt noch Erste-Hilfe-Spray oder sowas, ne? Ja. Die nehmen wir noch mal mit. Achso, kann ich nicht mehr tragen, dann lege ich mal die Farbbänder ab. Ablegen, ja! So. Dann nehmen wir jetzt das Erste-Hilfe-Spray mit. Nur für den Fall eines Falles, dass ich sehr viel Heilung brauche, was ich nicht weiß, aber man weiß ja nie. So, auf zum Fahrstuhl hier. Auf nach irgendwo hin. Da ist ein Hebel für den Aufzug. Sie können ihm vielleicht entkommen. Ja, dann mal los. Auf in die Freiheit! What? It's the Queen! Die, von der wir gerade das erste Mal gehört haben. Von Dr. Markus, glaube ich. Ich glaube, dem Ding sollten wir uns nicht treffen lassen. Hallo? Ja, lauf. Ah, shit. Na komm. Nicht voll rumliegen hier. Das Ding muss down. Was haben wir denn da? Kann ich das benutzen? Nee, es sieht nicht danach aus. Doch. Was? Rebecca hat es totgeschossen. Das Sonnenlicht, es blendet. Er ist empfindlich gegenüber das Licht.
Ja, da wollte ich ja schon drücken. Ja, mit dem Charme, ja bestimmt. Torbedienungsanleitung. Gehen Sie wie folgt vor, um den Heliport im Notfall zu öffnen. Sperre lösen. Die vier Sperrmechanismen im Raum sind in folgender Reihenfolge zu aktivieren. Erstens Südwestseite, zweitens Nordwestseite, drittens Südostseite, viertens Westseite. Okay, Südwest, Nordwest, Südost, West. Ach du Scheiße. Das heißt, unten links, oben links, unten rechts, und dann ganz links. Ach du Scheiße, das soll ich mir öffnen, merken? Ich weiß ja auch nicht. Drehen Sie zum Öffnen des Tors die einzelnen Kurbeln. Okay. Achso. Ich dachte, ich bin Rebecca, aber nee. Ablenken, ablenken! Na komm. Das wird schon, irgendwie. Das war Nummer 1. Hallo! Wie sieht denn das hier mit der Gesundheit der Leute aus? Oh, sie brauchen mal was. Hier, verwenden. Hallo? Hallo? Ich finde gut, dass Rebecca schon mal dahin läuft, wo sie hinlaufen muss. Bestimmt. Aua. Oh Gott. Da ist Rebecca schon am Drehen. Und ich liege schon am Boden, das ist super. Wie sieht's aus mit Gesundheit? Das ist immer noch super bei ihm. Das ist ein Hammer. Das war Nummer 2. Ah. Bleibst du wohl hier? Mädel. Nicht du. Okay, vielleicht bist eigentlich du gemeint, aber trotzdem, es geht das Prinzip. So, sie ist schon am dritten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, das war Nummer 3. Und jetzt kommt der vierte. Au. Wie sieht's jetzt aus mit der Gesundheit? Hallo? Wo bin ich denn eigentlich? Da bin ich. Oh. Mal hier verwenden. Und das hier austauschen. Wir sind doch einigermaßen... Okay, sind wir dicht. Oh Gott. Ich folge Rebecca einfach mal hier ein Stückchen. So, jetzt aber mal ihr hier was geben. Ach, sie hat auch noch was. Okay. Dann ist ja gut. Ich dachte schon. Problem ist nur, wir sitzen hier in der Ecke. In einer ganz miesen Ecke. Alter. Spuck mal deine Scheiße woanders hin. Das war's. Tageslicht incoming. Da liegt eine Magnum, nimm den Magnum! Billy! Hey, Queenie! Nochmal umgezogen! Feast on this!
Wie seid ihr jetzt losgeworden? Hey, that must be the old mansion that Enrico was talking about. I guess it's time to say goodbye. Officially, Lieutenant Billy Cohen is dead. Yeah, I'm just a zombie now. Daumen hoch. Ja, und das war's mit Resident Evil Zero. Ja, hat mir durchaus Spaß gemacht. Definitiv. Einzige Ätzende war wirklich jetzt so vorhin, also heute neulich, die Folge mit den Kisten herumschiebegetöns. Ey, das war wirklich so, ach nee, ernsthaft? Nein, schon wieder falsch verschoben. Oh nein, weißt du, und du hast einfach, ne, dieses ewige Hochklettern und dann wieder in einen anderen Raum rein, wieder zurück und dann wieder alles neu machen. Das ist halt wirklich so ein bisschen so, ne? Aber na gut, es gehört halt irgendwie dazu, ne? Auf magische Art und Weise werden halt die Kisten wieder an die Ursprungsposition geschoben und so weiter. Ne, das ist halt ein bisschen meh, ne? Aber ja, das war halt wirklich so das Einzige. Sonst, spieltechnisch gesehen, war es sehr cool. Hat mich sehr an Teil 1 erinnert, also das Remake zu Teil 1. Und war definitiv sehr in Ordnung. Ne, also gerne wieder. Ne, wenn Capcom immer solche Resident Evil Spiele machen würde, ja, wäre okay. Ne, hätte nichts dagegen. Ja, aber mal schauen, was wir dann irgendwann mal mit Resident Evil 7 machen. Wir wissen ja sowieso noch so ein paar Resident Evil Teile haben wir ja noch vor uns. Was haben wir noch? Code Veronica, Teil 4, 5, 6. Und Dark Chronicles. Das sind so die Resident Evil Teile, die ich halt hier definitiv noch spielen werde. Achso, und natürlich Revelations 1 und 2. Ja. Also ein bisschen was haben wir noch. Wir haben noch für ein paar Jahre hier ein bisschen was zu tun in Resident Evil. Und ich denke mal, das kriegen wir auch gut hin. Ja, und ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich mache dann hier an dieser Stelle einen Cut. Beziehungsweise für mich, ne? Ich klinke mich aus. Wir sehen uns beim nächsten Resident Evil Teil oder beim anderen Let's Play. Und ja, bis dahin viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.
Danke, Capcom. Sie können jetzt Leech Hunter spielen. Ja, aber nicht jetzt. Sie können jetzt den Wesker-Modus spielen. Ja, aber nicht jetzt. So, speichern wir hier nochmal. Einfach mal, weil es kann. Ich weiß auch gar nicht, was Wesker-Modus ist. Ich habe keine Ahnung. Aber nur denn.